Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen. In Schwerin kam es am 20. Dezember zu einem Polizeieinsatz in der Zielkowstraße. Dieser wurde durch eine Anordnung der Ausländerbehörde Kiel ausgelöst. Demnach sollen zwei Männer aus dem Irak abgeschoben werden. Die Mutter versuchte jedoch, den Einsatz zu verhindern. Sie verbarrikadierte sich mit ihrer fünfköpfigen Familie in der Wohnung. Die beiden Männer wurden anschließend jedoch von den Behörden aus der Wohnung geholt. Am 9. Juni 2024 finden die nächsten Kommunalwahlen in Schwerin statt und die neue Stadtvertretung wird gewählt. Mittlerweile sind auch einige Kandidaten bekannt. Die CDU stellt Sebastian Ehlers als Vorsitzenden, die AfD Leif-Erik Holm. Für die unabhängigen Bürger geht Manfred Strauß ins Rennen. Die Schweriner SPD wird über ihre Kandidaten erst am 13. Januar abstimmen. Die Linke stimmt über die Wahlliste am 27. Januar ab und die Grünen am 25. Januar. Bei Warsow in Ludwigslust-Parchim ist am 20. Dezember ein Paketauto verunglückt. Dabei wurde der 21-jährige Fahrer leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überschlug sich der Transporter. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren unsere Kurzmeldungen.